Heute ist einer dieser Tage, wo man das Gefühl hat, naja, die Börsen könnten jeden Käufer oder Verkäufer persönlich mit Handschlag begrüßen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, es ist trüge, es ist ein bisschen fade, es tut sich nicht wahnsinnig viel. Wir haben keine Konjunkturdaten, die Märkte warten so ein bisschen auf das, was ab Mittwoch wahrscheinlich passiert mit der Fed-Sitzung. Da wird zwar nicht erwartet, dass die Zinsen sich verändern, aber möglicherweise wird man sehr genau drauf schauen, wie die Fed ihre Dotplots diesmal auslegen wird, wie also die einzelnen Fed-Mitglieder sagen, dass sie die Zinsentwicklung in 2020 dann erwarten. Da wird man dann eine hawkische oder doch dovische Message draus entnehmen können. Dann Donnerstag natürlich Christine Lagarde, ihre Premiere, Donnerstag die Wahlen in UK und diese Deadline jetzt bis Freitag. Und im Gegensatz zu den Zöllen gegen EU-Autos ist es hier so, dass wenn Donald Trump jetzt nichts machen würde, bei den EU-Autos hat er ja einfach diese Frist verstreichen lassen, wenn Donald Trump nichts machen würde, dann würden am Sonntagmorgen in der Nacht von Samstag auf Sonntag eben diese Zölle gegen China eintreten. Heute keine einzige Headline in Sachen Handelskrieg. Einer hat sich geäußert, Perdue, der Landwirtschaftsminister, der gesagt hat, na, also ich glaube nicht, dass die Zölle dann am 15. September eintreten. Aber das ist ein Mann der zweiten, vielleicht sogar eher dritten Reihe. Da ist also wenig Expertise zu erwarten, wenig Insiderkenntnisse zu erwarten. An einem Tag ist das aber schon eine Schlagzeile wert, wo man das Gefühl hat, die Leute lehnen sich nicht aus dem Fenster. Es gibt keine Motivation, irgendwas zu tun jetzt. Es bröckelt so ein bisschen ab, nachdem wir zunächst leicht negative Futures hatten, US-Futures, der DAX zunächst mal da noch ein bisschen runter ist. Dann gab es einen Spike nach oben bei Eröffnung der Wall Street, aber das ist dann so ein bisschen abgeperlt. Schauen wir uns mal die Dinge an, die vielleicht relevant sind. So ein paar Schlagzeilen. Hier dieser Landwirtschaftsminister Perdue, der eben gesagt hat, naja, ich glaube nicht, dass hier die Dinge eingeführt werden, die Zölle eingeführt werden. Am kommenden Wochenende dann in Nordkorea scheint wieder Schwierigkeiten zu machen. Die sagen, wir geben jetzt Donald Trump noch in diesem Dezember Zeit, hier seine Politik gegenüber Nordkorea zu ändern. Sonst wird er es bitter bereuen. Also wieder diese alte Rhetorik. Und natürlich ist Nordkorea schon deshalb interessant, weil China da ja irgendwie mit dranhängt an diesem Komplex. Man kann vermuten, dass wenn die Dinge richtig super laufen würden zwischen den USA und China in Sachen Phase 1 Deal, und dann Nordkorea nicht so aufmucken würde, so zumindest eine Vermutung. Wir haben dann wieder in Sachen Repo-Markt die Fed mit 56 Milliarden Dollar, die sie akzeptiert hat, angeboten. Das ist sozusagen nach wie vor dieser Repo-Crash, dieser Cash-Crunch, der da offenkundig nicht der Fall ist. Jetzt hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Notenbank der Notenbanken, gewisserweise interessante Dinge gesagt und gemeint. Ja, es ist wohl so, dass die großen vier US-Banken immer mehr sich vollgesogen haben mit Staatsanleihen. Und als die Bilanzsumme der Fed schrumpfte, und das war ja einige Monate der Fall, bis dann Jerome Powell umgesteuert hat, da sind auch die sogenannten Excessive Reserves, also die überflüssigen, in Anführungszeichen, Cashmittel, die die Banken, die großen Banken bei der Fed hinterlegen, sind abgeschmolzen. Die US-Banken, die großen, haben dann also immer mehr Staatsanleihen im Portfolio gehabt, immer mehr oder immer weniger Excess Reserves gehabt. Mithin also ist ihre Neigung dann plötzlich geringer geworden, Geld zu verleihen am Repo-Markt. Repo-Markt heißt ja nichts anderes, dass Institutionen, die Cash haben wollen, die sich refinanzieren müssen, Staatsanleihen oder ganz sichere Unternehmensanleihen meistens über Nacht als Sicherheit hinterlegen für einen Kredit. Am nächsten Tag wird das ganze Geschäft rückabgewickelt. Die Anleihen wandern wieder zurück zu demjenigen, der sie vorher als Sicherheit hinterlegt hat. Und die Ausleiher bekommen dann das Geld zurück und ein bisschen Zins. Jetzt sind aber offenkundig auch Hedgefonds hier im Spiel und die haben dann ein leichtes Problem gehabt, offenkundig, nämlich so drei Hedgefonds wie Millennium, Citadel und Point 72. Die haben nämlich Arbitragegeschäfte offenkundig gemacht am Markt. Man hat praktisch sich Geld geliehen, hat dafür Staatsanleihen hinterlegt, dann hat man für dieses geliehene Geld wiederum neue Staatsanleihen gekauft, um sie dann später wieder als Sicherheit hinterlegen zu können, und hat Arbitragegeschäfte insofern gemacht, als man eben zwischen den Cashmärkten und Derivaten Hedging-Geschäfte respektive Arbitrage-Geschäfte gemacht hat. Man hat also versucht, von Preisdifferenzen Profite zu ziehen. Das scheint auch geklappt zu haben, bis eben zum 16. September, als plötzlich dann die Zinsen massiv nach oben gingen. Hängt wohl auch damit zusammen, dass amerikanische Geldmarktfonds,
in denen vorher sehr, sehr starke Zuflüsse an Liquidität zuteil wurden aufgrund von Rezessionssorgen, dass die plötzlich sich gesagt haben, naja, diese Rezessionssorgen, die werden geringer. Wir rechnen damit, dass jetzt die Investoren wieder Gelder abziehen. Also verleihen wir die mal besser nicht. Und so kam eins zum anderen, wird es wahrscheinlich viele Faktoren gegeben haben. Jedenfalls ist die Fed aktiv im Markt und ohne die Fed würde da wohl nichts mehr laufen. Hier sehen wir die Repo-Kalypse, wie es hier heißt. Und da sehen wir dann, wie stark die Fed plötzlich agierte. Jetzt hat man Sorge, dass zum Jahresende die ganze Geschichte nochmal knapp wird, denn da müssen auch wieder Steuern bezahlt werden. Und normalerweise ist gerade am Jahresende, müssen sich viele refinanzieren. Da müssen bestimmte Dinge ausgeglichen werden. Und das könnte die ganze Geschichte nochmal richtig spannend machen, richtig dramatisch machen. Dementsprechend dürfte die Fed schon Gewehr bei Fuß stehen, um dann noch mehr Liquidität in den Markt zu pumpen. Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Eines vielleicht noch, das ist nach meiner Auffassung erwähnenswert, das ist Paul Volcker, ehemaliger Fed-Chef-Vorgänger von Alan Greenspan, der in den 70er Jahren es geschafft hat, die Leitzinsen auf 20% anzuheben und damit die Inflation gekillt hat. Dann ist der Zinssatz noch unter ihm, später nochmal auf 4% nach unten gegangen. 4%, wer könnte sich das heutzutage noch leisten? Eine Welt, die so verschuldet ist, kann keine 4% mehr offenkundig vertragen an Leitzins. Deswegen musste die Fed umsteuern. Da ging gar nichts mehr. Plötzlich Autopilot, Bilanzreduzierung ging nicht mehr. Jetzt sehen wir massive Bilanzausweitung. So schnell wie nicht bei Q1, Q2, Q3. Das passiert jetzt als nicht QE4 sozusagen. Also da ist doch einiges im Argen, aber die Märkte interessiert das nicht. Zumindest die Aktienmärkte interessiert das nicht. Die sagen sich, ist doch alles schick. Und das Interessante ist, dass wir in diesem Jahr die höchsten Ausflüsse, Abflüsse am US-Aktienmarkt haben, sowohl aus ETFs als auch aus Investmentfonds. Es sind nämlich 135,5 Milliarden Dollar abgeflossen. Wer sind denn dann die Käufer? Naja, es sind vor allem Buybacks zum Beispiel, also die Unternehmen selbst, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder gekauft haben. Es sind jedenfalls nicht die Investoren, die netto eben Gelder abgezogen haben. Und so sehen wir so etwas wie heute. Wir haben Umsätze, die so minimal sind, dass wirklich kaum von Liquidität überhaupt die Rede sein kann. Schauen wir uns die Charts mal an. Die sind wie immer, meine Damen und Herren, Sie ahnen es, von capital.com. Hier sehen wir den Nasdaq 100, 8390. Wir sehen hier diese Bewegung am Freitag nach oben, dann seitwärts, dann nochmal zur Eröffnung nach oben. Jetzt perlt es so ein bisschen ab, ist kein großer Verkaufsdruck, aber es geht unter nicht vorhandener Liquidität nach unten. Normalerweise ist es ja andersrum, da geht es unter nicht vorhandener Liquidität nach oben. Aber heute wollen die Amerikaner scheinbar mal etwas anderes machen. Wir sehen hier den S&P 500, das sind Charts, die doch eher zum Gähnen anregen. Wir sehen den DAX, der sich so an der 13.100er Marke hält. Halbes Prozentchen heute im Kassahandel hat er verloren. Ohne große Nachrichten, ein bisschen Aufregung. Wirecard nach dem 7.893. Bericht der Financial Times, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir sehen Euro-Dollar 1.1063, nachdem am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA für großen Jubel gesorgt haben. Die Amerikaner wähnen sich wieder unangreifbar. Schlechtes Vorzeichen für die Kompromissbereitschaft von Donald Trump. Gold bei 1460 und das amerikanische Crude Oil knapp unter der 59er Marke. OPEC, nicht OPEC, Kürzung, nicht Kürzung. Sie kennen das ganze Hickhack, braucht man nicht täglich kommentieren. Auch heute hätte man sich eigentlich fast sparen können, die Märkte, die Börsen aufzuschließen. Man hat es doch getan. Morgen vielleicht auch wieder etwas dröger Handel. Wahrscheinlich dürfte da etwas mehr Saft auf die Pipeline kommen. Und dann am Mittwoch dann vor allem mit der Fed. Da wird es dann spannender. Ich hoffe es jedenfalls, denn es ist keine Freude, sich mit diesen Märkten zu beschäftigen, wenn nicht wahnsinnig viel oder wenn so gut wie nichts passiert. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und hoffe, wir sehen uns morgen, meine Damen und Herren, zum Videoausblick. Servus und ciao.